Seid gegrüßt, liebe Twitch- und YouTube-Zuschauer, Teilnehmer und Teilnehmerinnen und Sophie. Ich darf mich vorstellen, die Männermaus. Ich bin der heutige Spielemacher und Co-Gastgeber der Mama-Maus Sophie. Mama-Maus. Ihr habt euch heute versammelt, um zu beweisen, wer die schnellste, klügste und geschicklichste Maus ist. Verschiedene Disziplinen auf 6 Minispiele verteilt erwarten euch, die für Spaß und Staunen sorgen werden. Gebt niemals auf, denn die Minispiele enthalten so einige Überraschungen, die den Käse schnell wenden können. Doch bevor es losgeht, fasse ich nochmal die wichtigsten Informationen zusammen. Das Springen von Fahrzeug zu Fahrzeug ist strengstens untersagt und wird mit Minuspunkten bestraft. Sollte es doch mal passieren, könnt ihr über die große Karte im Menü euch zu einem PKW in unserer Nähe teleportieren. Das Nutzen der Taschenlampe ist ebenfalls untersagt. Und das absolut Wichtigste, spielt fair und habt Spaß. Ein kleiner Hinweis für den Wechsel der Minispiele. Behaltet zu jeder Zeit die Konvoi-Formatierung bei. Raser erhalten keine Punkte in Flensburg, sondern werden mit Minuspunkten bestraft. Aus den Fahrzeugen wird nur ausgestiegen, wenn es vorgesehene Parkplätze gibt. Solltet ihr euch unsicher sein, orientiert euch an die Mama-Maus. Gewinner ist, wer nach 6 Minispielen die meisten Punkte verdient hat. Wie viele Punkte es in den jeweiligen Spielen zu ergattern gibt, wird euch vor Beginn des Minispiels erklärt. Der erste Platz erhält einen 20€ Steam-Gutschein und ein goldenes Ticket. Das goldene Ticket ist ein garantierter Platz für die Teilnahme des nächsten Projektes von Sophie, wie zum Beispiel ein Community-Server mit Roleplay oder ein weiteres Battle. Der zweite und dritte Platz erhält auch jeweils einen 20€ Steam-Gutschein. Die restlichen von euch erhalten das Wissen, dass sie Käse mit mehr Proteine essen sollten. Sophie, komm bitte hier rauf. Bevor es losgeht, richte noch ein paar letzte Worte an deine Rivalen. Möge die beste Maus triumphieren. Nun gut, Sophie, geh bitte zurück zu deinem Platz. Mögen die Spiele beginnen. Folgt mir. Ein Battle Royale? Ja, es ist ja an sich ein Battle, aber es fliegt keiner raus. Also es ist nicht so, dass... Zumindest glaube ich das. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass wenn halt jetzt jemand... Zum Beispiel der Verlierer des ersten Games, der fliegt nicht raus oder so. Also er darf schon drin bleiben. Oh, ich habe richtig Angst, ne? Ich habe echt ein bisschen Angst jetzt. Eieieiei. Es gibt Minuspunkte hier zu überholen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, mich jetzt hier hinzustellen. Das ist richtig. Ah. Verteilt euch, Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und bleibt im Auto sitzen. Episch, wie es hier aussieht. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Du
Ich glaube, hier gibt es den einen oder anderen Fahrer, der seinen Führerschein gewonnen hat. Aber hä, guck mal, wie schön hier Flo, Anchen, Brosch, alle schön nebeneinander. Das ist doch gut. Ich bin so gespannt, was das jetzt wird. Oh, Entschuldigung. Nun gut. Herzlich willkommen zu unserem ersten Minispiel. Wahr oder falsch? Die Spielregeln sind simpel. Ihr bleibt im Fahrzeug. Ihr werdet nacheinander 10 Aussagen hören und nach jeder habt ihr 30 Sekunden Zeit, um euch zu entscheiden. Ach du Scheiße. Ist die Aussage wahr, dann stellt ihr euch auf die grüne Fläche. Ist sie falsch, dann stellt ihr euch auf die braune. Für jede richtige Entscheidung erhaltet ihr einen Punkt. Wir probieren uns in einem Test, der nicht gewertet wird. Hört gut zu. Die Aussage lautet wie folgt. Wir befinden uns im ersten Minispiel von Mäuse Battle. Ist diese Aussage wahr oder falsch? Entscheidet euch. Alle warten einfach, bis noch was kommt. Ja, das ist relativ eindeutig hier. Oh, Pasta ist sich nicht sicher? Pasta, entscheide dich. Sei al dente. Nun gut. Okay. Ihr 10 habt euch für die Seite entschieden, dass diese Aussage wahr ist. Ich wiederhole, wir befinden uns im ersten Minispiel von Mäuse Battle. Diese Aussage ist falsch. Dieses Was? Event nennt sich Battle Mäuse und nicht Mäuse Battle. Alter, ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott, okay. Okay, wow. Wow, ihr habt wow. Versagt. Ja, versagt. Aber immerhin alle zusammen. Nun gut. Nun wisst ihr, was euch erwartet. Wir fangen an mit der ersten Punktefrage. Okay, Chat, kannst du. Die erste Aussage. Die erste Zeichentrickfigur. Entschuldigung. Streichen wir das. Die Zeichentrickfigur Mickey Mouse hat eine Partnerin namens Daisy. Ist diese Aussage wahr oder ist diese Aussage falsch? Oh mein Gott, es leckt gerade wieder. Bitte bedenken bei der Zeit. Selbstverständlich. Ach du Heilige. Ich komm gar nicht vom Blick. Aha. Ja, man kann natürlich mal gucken, was macht die Masse. Boah, man kann ja richtig fies sein und hier so alles zustellen, ne? Ja, so wie Brosch das macht, hier rausdrücken. Ha? Eine Maussage? Das habe ich nicht gehört. Und wieder einmal seid ihr 10 euch einig. Ihr sagt, die Zeichentrickfigur Mickey Mouse hat keine Partnerin namens Daisy. Die Erklärung dazu lautet wie folgt. Die Partnerin von Mickey Mouse ist das erste Mal im Jahr 1928 zusammen mit Mickey im Cartoon Playing Crazy zu sehen. Doch erst danach erlangen die beiden Figuren große Bekanntheit. Die Partnerin von Mickey Mouse heißt Minnie Mouse. Somit ist die Aussage falsch und alle 10 Teilnehmer erhalten einen Punkt. Ich dachte schon. Dies ist nach dem ersten Test wohl ein Applaus wert, oder Chat? Okay. Nun gut, kommen wir zur zweiten Aussage. Nur 2 Monate nach dem Verkaufsstart von Farming Simulator 22 wurde das Spiel bereits 3 Millionen Mal verkauft.
das sind halt echt Fragen. Muss man ja raten teilweise, ne? Frosch! Einfach wegrammen! Einfach wegrammeln! Und wieder einmal haben wir ein Mäuserudel auf der Seite, dass diese Aussage richtig sei. In der Liste der meistverkauften Games des Jahres 2021 belegte die Simulation laut Branchenverband den 4. Platz. Von den 2021 erschienenen Spielen war nur FIFA 22 erfolgreicher. Bereits 2 Monate nach Verkaufsstart wurde das Spiel bereits 3 Millionen Mal verkauft. Somit ist diese Aussage richtig. Nice. Und wieder kriegen alle 10 einen Punkt. Let's go. Sehr gut. Woo. Kommen wir zur dritten Aussage. Mäuseweibchen können nur einmal im Jahr Jungen als Nachwuchs bekommen. Ist diese Aussage richtig oder ist diese Aussage falsch? Das ist jetzt geraten. Das ist jetzt wirklich geraten. Hängt vom Timing ab. Jetzt sind sich einfach immer alle einig. Geil. Nee, Pasta? Will Pasta? Nee, doch nicht. Okay, ich dachte schon, Pasta will, aber nee. Pasta hat scheinbar einen Bleifuß. Und wieder einmal haben wir hier keine Meinungsverschiedenheit. Hm? Mäuseweibchen können 6 bis 8 Mal pro Jahr Nachwuchs bekommen. What? Ein einziges Mäusepärchen kann somit innerhalb eines Jahres mit Kindern, Enkeln und Urenkeln für 1200 Nachkommen sorgen. Somit ist die dritte Aussage falsch. What the? Okay, alle 10 Teilnehmer erhalten einen Punkt. Okay, das ist krass, das hätte ich nicht gewusst. Die vierte Aussage. Zu Beginn des Landschaftssimulators gab es noch keine Tierhaltung. Der Landschaftssimulator? Brosch, lass mich bitte leben. Boah, ich bin mir unsicher. Hat Blackfield einen Schlaganfall oder ist er wild entschlossen, zu sagen, dass diese Aussage falsch ist? Ui, jetzt wird sich hier nochmal umentschieden. Ey, weiß ich nicht. Würde nicht denken. Aber er hat Landschaftssimulator gesagt. Das verwirrt mich. Landwirtschaftssimulator. Ah, okay. Zu Beginn? Zu Beginn des Landwirtschaftssimulators gab es noch keine Tierhaltung. Könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das stimmt. So. Ich meine, dass wenn es am Anfang um Landwirtschaft ging, ich kann mir das schon gut vorstellen. Nun gut. Sophie, Flo, Metropole und Mr. Blackhawk stehen auf der Seite, dass es wahr ist. Die anderen, dass diese Aussage falsch ist. Die ersten Tiere, und das waren Kühe, wurden erst im Landwirtschaftssimulator 2010 eingefügt. In der 2013er Version folgten dann Schafe und Hühner. Schweine gibt es erst seit dem LS 2016 und Pferde seit 2019.
Somit ist die vierte Aussage richtig. Sophie, yeah! Mr. Blackhawk, Flo und Metropole, ihr erhaltet einen Punkt, die anderen null. Ja, strong. Hab mich richtig zugehört? Ihr habt bestimmt gedacht LS22, ne? Bestimmt habt ihr gedacht, es geht um den LS22. Hm. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Stark. Nun gut. Der Landwirtschaftssimulator, die PC-Version, erscheinte schon immer im Zwei-Jahres-Rhythmus. Ist diese Aussage richtig oder ist diese Aussage falsch? Nun gut, nur Mr. Blackhawk ist anderer Meinung als die neun anderen Teilnehmer. Und diese Entscheidung wird leider bestraft. Denn zu Beginn erschien jedes Jahr ein neues LS-Teil für den PC. Oh, ich dachte, der Somit springende Punkt ist die fünfte Aussage falsch. Ich dachte, der springende Punkt wäre der 22er, weil der ja nach 3 Jahren kam. Krass. Ich am Anfang nicht gewusst. Ich muss einmal ganz kurz gucken, wo ich meinen Block hingelegt habe. Der Heuballen ist hier so tief. Zwischen die Beine gerutscht? Richtig. Verstehe. Sophie, das erste Feedback. Wie geht es dir? Gut! Ist geil! Hast du Spaß? Ja, es ist richtig geil. Ich liebe solche Fragen. Ich finde es richtig, richtig, richtig cool. In Ordnung. Möchtest du dem Twitch-Chat einmal die Punktetabelle zeigen? Denn das erste Minispiel ist beendet. Oh, das war's? Richtig. Dann müsste es ja jetzt viele Gewinner eigentlich geben. Das ist es, Chat. Let's go! 5 Punkte haben wir mitgenommen. 5 Punkten von Sophie, Flo und Metropole. Junge, wir sind so stark, Mann! Let's go! Oh yeah! Richtig! Richtig! Okay. Ist schon richtig, dass bei uns da so eine goldene Medaille steht, Chat. Das ist so richtig. Die bleibt da bis zum Ende. Nun gut, bitte folgen. Boah, ist das ein scheiß Sichtfeld, wenn man hier in der Innenansicht sitzt. Sieht man ja gar nichts. Nee. Daran solltest du dich gewöhnen. Oh shit. Oh shit. Nun gut, wir fahren ein Stückchen vor, denn da vorne sind die Drängler. Sophie. Ja. Meine Lackierung wird mehr als 20 Euro Steam-Guthaben kosten, wenn du mir nochmal hinten drauf bist. Ich hab dich nicht berührt. Bin vom Gummi deines Reifens zu... Ja, oh das Gott. Macht's natürlich besser. Da, ja, meine Lackierung ist auch teuer. Darüber reden wir nicht. Ja.
Aber mein Guess im ersten Video, dass es sich hier um Parkplätze handelt, möchte ich an der Stelle mal lobend erwähnen, war richtig. Ha! Schaden 4%. Schaden 1%. Warum habe ich 4%? Frech. Mein Auto wurde schon mehr gefahren. Eindeutig. Sollen wir folgen? Versammelt euch,